und herzlich willkommen bei Stampin' Kreativ. Mein Name ist Verena Grasmüller aus Lenkries. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn's heißt, immer wieder Montag. Wir machen halt zusammen eine Karte, eine Schüttelkarte. Und die sieht so aus. Ihr kennt sicherlich das Set und hier diese Kuppelform. Das sind einmal hier diese kleinen Vasen, heißen Einmachglasform. Plastikkuppeln in Einmachglasform heißt es. Genau. Und das Set dazu ist Jar of Flowers. Das ist im Jahreskatalog ziemlich weit vorne. Und im Juni bis Dezember, August bis Dezember Katalog gibt es auch ein Set dazu. Und zwar heißt es Grüße im Glas. Ist auf Deutsch. Und hier seht ihr auch dieses Einmachglas. Genau. Also habt ihr schon mal eine Stanze und zwei Stempelsets dazu. Gut, dann starten wir auch gleich. Ihr seht schon hier, ich habe hier gelbe Steinchen reingemacht. Ihr kriegt es in jedem Baumarkt, Dekohandel. Genau, alle möglichen verschiedenen Farben. Und ich habe die noch von so Teelichter, habe ich mit einem herausgenommen. Genau. Weil ich denke, das kann man ja auch hernehmen. Es ist ja wurscht, was man hernehmen könnte. Genau. Ihr könnt auch getrocknete Blütenblätter hernehmen. Kann ich mir jetzt auch ganz gut vorstellen. Oder so diese, ja, so die getrockneten Lavendelblüten. Glaube ich, schauen ganz auch total schön aus. Oder Holz, kleine Holzstückchen. Könnt ihr auch reintun. Finde ich jetzt auch eine gute Idee. Genau. Genau. Gut. Das ist das Jeansband. Das war im letzten Jahreskatalog drin. Das hat mir so gut gefallen, weil ich das Band nach dieser Blume hier hinten angepasst habe. Und auch hier die Steinchen. Das eben so ein bisschen sich abhebt von den Sonnenblumen. Genau. Zum Kolorieren habe ich die Blends hergenommen. Und genau, ich denke, jetzt starten wir einfach mal. Gut. Wir brauchen für die Blends flüsterweißen Farbkarton extra stark. Der ist im Jahreskatalog enthalten. Und den schneiden wir uns jetzt ein bisschen zurecht. Und zwar schneiden wir uns da jetzt 14 cm ab. Wir müssen das später zwar noch ein bisschen kleiner schneiden. Aber mit 14 und 9,7 seid es eigentlich nicht verkehrt. So. Dann stanzen wir uns als erstes mal die Vase aus. Und zwar schaue ich, dass ich hier links und rechts den gleichen Abstand habe. Und ihr legt das Blatt bis nach hinten zum Anschlag, dann wird es nämlich auch gerade. So. Und dann stempeln wir uns hier oben mit Memento-Stempelkissen und Blümchen stempeln wir uns dann hier oben die Blumen. Ich glaube, ich nehme jetzt einen anderen, weil ich habe ja schon die Sonnenblumen gewählt. Mal ein anderes schauen. Vielleicht die Röschen. Die sind auch süß. Die hier. Genau. So. Und die stempeln wir uns hier oben drüber. So, dann machen wir die mal weg. Es ist ein Glassichtstempelset. Ihr wisst es ja, was das bedeutet. Wer es noch nicht weiß, das heißt, am besten nehmt ihr euch so eine Unterlage, wie diese hier. So. Und dann stempeln wir uns das jetzt hier schön drauf. Und ich schaue, dass die untere Reihe Blumen hier ein bisschen ins Glas reingehen. Seht ihr hier,
bis die Blumen hier unten verschwinden so ein bisschen. Und dann habe ich mir hier meine Blähnchen hergerichtet. So. Und dann wird koloriert. Das Innere von meiner Sonnenblume habe ich hier mit Bronze und Elfenbein koloriert. Also wer so ein Braun jetzt sucht, könnt auch Bronze hernehmen. Genau. Dann kontrollieren wir mal, wo unsere Schatten sind. Und zwar, das sind jetzt Röschen. Würde ich vielleicht ein bisschen ins Pinke gehen und Pink mit Gelb vielleicht benutzen. Genau. Gut, dann fange ich jetzt mal an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da la, bin ich fertig mit Kolorieren. So schaut es dann aus. Ich habe hier diese Farben verwendet. Und zwar habe ich hier mal Heideblüte, Brombeermus, Lindgrün, das da oben ist Osterglocke, das Gelbe, auch wie hier in der Mitte, und das ist Blütenrosa. Genau. So, dann schneiden wir uns das ein bisschen hier zurecht. Und zwar nehmen wir uns da die Schneidemaschine. Legen wir unten an. Bei 13,4. Dann ein bisschen weiter. 8,7. So, auf der anderen Seite probiere ich, dass ich das auch hinkriege. Moment. Ein bisschen weiter. Also ihr könnt es euch abmessen, ich mache es so. Ja, Augenmaß, jetzt habe ich angelegt bei 7,6. Genau, nicht nach oben. Dasselbe wie hier herunter. Jetzt habe ich angelegt bei 10,5. Genau, und dann entsteht hier das hier. So, dann brauche ich ein Stück flüsterweißen Farbkarton, oder ihr könnt auch den Rest nehmen von dem extra starken. Dann hier nochmal mein Memento und jetzt mein Glas. Und das schnippeln wir uns jetzt einfach hier mal in die Mitte. Oder also einfach mal raufstempeln. Stimmt, jetzt habe ich meine Unterlage nicht benutzt. Dann brauchen wir, ich nehme mal ganz gern das nicht volle, sondern das halbvolle. Und ihr dreht euch den Stempel einfach um. Und dadurch habe ich hier kann ich mir das Wasser stempeln. Genau. So. Dazu nehme ich diesmal Babyblau. Warum nehme ich jetzt Babyblau? So einfach, weil ich meine andere Farbe nehmen möchte. Und weil sich vielleicht meine Stängel ein bisschen abfühlen vom Wasser. Die werden nämlich jetzt lindgrün gestempelt. Genau. So. Lindgrün. Die dicken Seite ist die dicke Seite von den Stängeln ist unten und das dünnere oben, und ich schaue, dass das dünnere hier oben am Rand endet, weil die Stängel, die sind halt nicht ganz unter dem Boden, sondern bei mir ein bisschen weiter oben. Genau, so sieht es dann aus. So.
Das schneiden wir uns jetzt einfach ein bisschen zurecht. So. Und dann brauchen wir so eine Kuppel. Und dann brauchen wir ja noch was mehr reintun in diese Kuppel. Und dann werden wir die Kuppel hier so draufkleben. Und zwar habe ich mir jetzt einfach mal aus dem Garten schnell ein paar Lavendelblüten geholt. Aber es sind ein bisschen zu viele. So. Weil die, ich fand die mit dem Lila ganz passend. So. Weil ich ja hier lila koloriert habe und deswegen dachte ich, ja, dann machen wir das so. So, dann ziehen wir hier unten den Kleber ab und einmal hier drauf. Das kommt jetzt hier dann gleich drauf, aber jetzt möchte ich hier noch einen Rahmen drum setzen, dass das ein bisschen schöner aussieht. Und das machen wir jetzt als nächstes. So, und zwar habe ich mich hier für Brombeermus entschieden. So. Meins hat jetzt 7,6 mal 10,4 knapp. 10,5 mal 7,5. So, und jetzt rechne ich 4 dazu. Also 7,9. Also 7,5 plus 4 sind 7,9. Genau. Bei jedem ist das natürlich jetzt ein bisschen unterschiedlich. Einfach schön ausmessen und dann habe ich hier einen ganzen kleinen Rahmen runter Matto. So. Und dann mit dem Tombow kleben wir uns das jetzt fest. Und zwar gebe ich Tombow einmal außen rum. Und dann hier am Glas auch nochmal. Dann kleben wir uns das hier drauf. Und das müssen wir uns jetzt noch mehr ausstanzen. Dann kommt hier von unserem Glas hier oben die Folie ab. So, und dann setzen wir uns unsere Blume hier vorne drauf. So. Und zwar schneiden wir uns einen Zwischenkarton 9,7 mal 14. Das kommt jetzt einmal durch die Big Shot mit irgendeiner Prägeform, die ihr zu Hause habt. Müsste nicht dieselbe sein, irgendeine andere. So, ich habe jetzt mir hier diese Prägeform mit den kleinen Blütchen ausgesucht, weil ich finde, das passt jetzt einfach perfekt. Und das kleben wir uns jetzt hier drauf und danach kleben wir es uns auf unsere Grundkarte. Genau. So. Also mir sieht es hinten so aus und hier nochmal Kleber drauf, dass das gescheit hält. Dann auf unseren Zwischenkarton
Leid, dass da jetzt die Blends noch liegen, aber ich habe jetzt zu wenig Platz, dass ich die jetzt woanders hinrutsche. So. Und dann noch unsere Karte. So, 14,8 und bei 10,5 in der Mitte wird es geteilt, also gefalzt, nicht geteilt. Genau, wichtig bei der dunklen Karte ist, dass ihr innen drin noch ein Blatt reinklebt, kann auch so 9,7 mal 10,1 sein. So. Und das kleben wir jetzt hier drauf. Der Rand ist hier ein bisschen breiter, das macht aber gar nichts. So, und dann unser Band noch. Und ich würde das Band jetzt gern auch wie hier machen, hier diese Blüte. Das heißt, bei uns quasi wird das hier, das ist Blütenrosa bei mir. Und Blütenrosa habe ich nicht. Dann malen wir uns jetzt was aus in Blütenrosa. Das ist gar kein Ding. Die Glue Dots brauchen wir auch zum Befestigen dann. Wir brauchen nochmal die Blends. Und mit den Blends kann man einfach alles färben. Man kann Perlen färben. Man kann Bänder färben, wenn es zum Färben gut sind. Also ich habe mir gedacht, ein weißes Band. Entweder das hier von der Gruppe auch, die im Jahreskatalog ist. In der daneben, glaube ich, oder... Nee, ist glaube ich bei denen sogar dabei. Aber ich finde das ein bisschen too much, also zu dick. Es ist nochmal ein bisschen dicker wie das Jeansband. Obwohl es würde eigentlich schon gehen. Ja, dann machen wir das. Gut, dann schneiden wir uns das jetzt ab. Gut, und dann färben wir uns das. Dazu wäre gut ein Schmierblatt. Dann legen wir uns das hier drauf. Und dann färben wir uns das ein. Ich nehme jetzt den dunklen. Also es geht echt easy. Wir können auch auf so Ombre-Technik, also auf der einen Seite hell und auf der anderen dunkel machen. So, wie ist das auf der anderen Seite? Sieht es noch ein bisschen gefleckiger aus. Das lassen wir jetzt dabei ein bisschen trocknen. Jetzt schauen wir mal Accessoires weiter. Schauen wir mal, was wir da haben. Ich habe jetzt hier Basic Strassmuck Herbst und Winter, aber doch vor allem jetzt nichts, was zu unserer Karte passt. Also bei der letzten Karte habe ich hier das hier benutzt. Diese hier, die kleinen hier. Aber zu der jetzigen Karte passt das nicht so gut. Entweder wir färben uns Perlen ein. Oder ihr mögt hier, das könnten wir auch nehmen, das ist dieser Strassschmuck Champagner. Der passt eigentlich auch ganz gut. Den können wir hernehmen. So. Genau. Dann machen wir hier jetzt unsere Schleife. Also es ist noch ein bisschen feucht. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, ich würde es ein bisschen noch trocknen lassen. Und die pappen wir uns jetzt hier vorne drauf. Ja, ich finde, dass das ganz süß ausschaut mit der. So. Bei einer großen Schleife könnt ihr auch oben ein Glue Dot hinsetzen.
kommt dann noch ein Gluter und das ein bisschen weiter unten. Dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite und dann setzen wir uns das hier oben drauf und drücken uns das ein bisschen fest. Also das ist echt stabil hier. Das ist wirklich gut. Und ich finde auch für eine Schüttelkarte echt leicht zu handhaben. So, ein bisschen noch zu lang. Lässt sich auch gut abschneiden, das Band. Genau, dann holen wir uns hier noch ein paar Accessoires drauf. Und dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig. Schön. Ganz anders, aber auch schön. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, immer wieder montags. Eure Verena von Stampin' Kreativ. Servus und bis bald.